Hallo Jutabison, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Knights of the Old Republic Teil 1. Ach, mit unserem Schwertschwinger in Person. Xane. So. Wir können loslegen. Ich habe das Ganze nochmal gepatcht. Das Spiel muss ich zwar 100.000 Mal starten, damit es einmal läuft, aber dann funktioniert das Ganze mit dem Widescreen und so weiter. Und die Anzeige ist jetzt auch da, wo sie hingehört. Jede Anzeige. Die hier oben ist schon wieder an, die kann ich also nochmal ausstellen. Da. Gameplay. Nein. Dann, Feedback. Dankeschön. Je mehr frei, desto besser. Den hatte ich schon geöffnet, richtig? Hier. Super. Ja, wir müssen Bastilla Schaden finden und retten. Eigentlich brauchen wir selber Rettung, aber gut. Im Laufe des Spiels findest du Waffen und Rüstungen, die als aufrüstbar gekennzeichnet sind. Diese kannst du mit entsprechenden Upgrades verbessern. Mit Upgrades kannst du an dieser Werkbank deine Fernwaffen, Nahkampfwaffen, Laserschwerter und Rüstung optimieren. Ja, als ob ich sowas hätte. Ah ja. Was soll's? Schadensbonus plus 2 physisch. War das überhaupt das? Ja, physisch 1. Achso, die hatte schon plus 1. Na gut. Dann sollte das ja auch... Ich muss jetzt Mordor. Nee, das war's nicht. Trage ich hier die ganze Zeit eine Werkbank mit mir oder was? Nee, das willst du nicht. Hält auch nicht. Naja, das ist faszinierend. Nein. Geh weg von der... Du sollst... Der Wegband. Ich will doch bloß wissen, welche Taste du drücken sollst, ja. Ich will mein Dings da... Das ist auch nicht schlecht. Ah, Verfassung plus... Mhm, ja, ja. Was soll's? Kars, hattest du uns noch was Relevantes zu sagen? Ja. Was habt ihr auf dem Herzen? Nichts. So ist es. Dann gehen wir mal. Wiedersehen. Beim Verlassen des Apartments musst du dich entscheiden, welche Gruppenmitglieder dich begleiten sollen. Aha. Da du das erste Mal aufbrichst, sollte dich Card begleiten. Na, meinetwegen. Okay, okay, ich bin ja schon einverstanden. Okay, Alien-Abschaum, alles an die Wand. Das ist eine Razzia. Das war passiert zu sehen. Mit vorlauten Aliens. Und der Rest von euch? An die Wand, bevor ich wieder die Beherrschung verliere. Hey, was ist das? Menschen, die sich bei Aliens verstecken? Das sind republikanische Flüchtlinge! Angriff! Hey, 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 fragt man nicht erstmal nach dem Ausweis oder so? Die haben es ja nicht so lange mitgemacht, ne? Und ein Stufenaufstieg. Und du bedankst dich jetzt, sonst muss ich dich umlegen. Das ist ein Duros, glaube ich, der Typ hier. Spätestens, ich weiß es nicht mehr. Das ist der längste Satz aller Zeiten. Würde niemand nach der Patrouille suchen? Wenn du das sagst. Tja, merkwürdige Sprache, aber gut. Leider haben die Leichen hier. Oh, halt, was war das? Lass mal Chaos einzuplanen, für den interessiert mich gar nicht hier. Aha. Hä? Oh, halt. Dachtest du, das entgeht mir, was? Alles jetzt nicht so weltbewegend. Hör auf hier immer irgendwas. Oh, ist halt so. K.
Kampfanzug. Verteidigungsbonus 4, Geschicklichkeitsbonus plus 5. Sparsame Söldner greifen meist zu einfachen Kampfanzügen und vergessen dabei nicht selten, dass diese lediglich für kleinere Scharmützel geeignet sind. Kann ich überleben. Oder sieht die andere Kleidung anders aus? Sag mal ja. Nee, sieht sie nicht. Dann, haben wir den Kampfanzug. So, mein Freund, jetzt gucken wir uns mal kurz den Herrn. Nein, ich mache den Levelaufstieg selber. Fähigkeiten. Heilnummer hochhauen und überreden. Soweit wie mich Bewusstsein sowieso. Dankeschön. Talente. Oh, was kriege ich denn Schönes? Was brauche ich denn vor allen Dingen, wäre die Frage. Blaster. Interessieren mich alle wie die Friends von Mai. Einen zusätzlichen Gesundheitspunkt ist jetzt noch nicht so wichtig. Hier brauche ich Level 4 für. Alle Rettungswürfe, der die außergewöhnliche körperliche Verfassung der Figur widerspiegelt. So stark bin ich auch nicht, ist also erstmal Quatsch. Den kritischen Treffer ist mir auch wurscht, dafür ist die Waffe nicht stark genug. Sprengstoff und Tarnung sowieso nicht. Doppelklinge interessiert mich nicht. Nein, alles jetzt noch nicht so wirklich das Interessante hier. Also Training, Rettungswürfe, na meinetwegen, besser als nichts. Dankeschön. Und jetzt gehen wir zum Herrn Karth. Also diese Mini-Anzeige jetzt auf dem Widescreen-Modus ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Also bemühe ich mich, in diesem Bildschirm so wenig wie möglich Zeit zu verbringen. Okay. Naja, Schamgefühl, Kleidung, ist klar. So, Blasterpistole. Und du kannst sowieso nichts anderes. Schaden 1 bis 6, Ionenblaster 1 bis 4, plus 10 gegen Triiden. 1 bis 8, Blastergewehr. Reichweite 17 Meter, Reichweite 28 Meter. Wir nehmen mal kurz ein Gewehr, Freundchen. 1 bis 8 plus 7 Trefferchance. 5 bis 14 plus 5. Ich bin der Nahkämpfer, du nicht. So, mehr haben wir jetzt eh nicht, also schließen. Wie sehen wir denn aus mit dem Ding? Na egal, halt mal kurz, Freundchen. Hast du noch was Interessantes zu sagen? Nein, offenbar nicht. Halt. Was sind bloß Container? Hahaha, Container. Von wegen, das sind bloß Container. Schauen wir nochmal genau nach. Nix? Okay. Und du bist Pförtner. Ida, passt gefälligst auf, wo ihr hinlatscht. Ich habe die Böden gerade geputzt. Wow, das ist natürlich wichtig. Da liegen Leichen übrigens nur mal so am Rande. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Ist schon gut. Ich bin ja nicht nachtragend. Ich heiße Kadir. Ich bin der Hausmeister hier. Ihr habt das verlassene Apartment gemietet, nicht wahr? Hätte nie gedacht, dass das nochmal einer nimmt. Ihr seid wohl ein Außenweltler und hängt jetzt hier wegen der Quarantäne fest. Könnt ihr mir nicht erklären, warum jemand sonst dieses alte Loch nehmen sollte? Ja, dann stelle ich dir mal ein paar Fragen. Wüsste nicht, was ich euch erzählen sollte. Aber ihr seid neu hier. Ich kann's ja mal versuchen. Danke, danke. Erzähl mir doch vom Planeten. Ist eigentlich kein schlechter Ort zum Leben, wenn man mal von den untersten Ebenen absieht. Hey, da lümmeln sich die Swoop-Banden herum. Bleibt in der Oberstadt, da seid ihr sicher. Ihr könnt aber auch einen Abstecher in die Kantina machen. Kantina? Als ich noch jünger war, bin ich da öfter hingegangen. Man kann ein Trinken gehen und erfährt, was so los ist in der Oberstadt. Wo ist die denn, die Kantina? Folgt einfach dem Ring um den Apartmentkomplex, bis ihr den Aufzug erreicht. Der bringt euch zu den Straßen der Oberstadt. Von da aus geht ihr ein Stückchen weiter in südliche Richtung. Ist nicht zu verfehlen. Na, dann frage ich dich noch was anderes. Wisst ihr nicht, was ich euch erzähle? Wo kann ich denn Ausrüstung bekommen? Am besten geht ihr zu Kebler Jurt. Ihr Geschäft liegt direkt gegenüber der Kantine. Twi'lek-Mädels. Wer beim Einkaufen durstig wird, kann auf der anderen Seite erstmal einen kleinen Drink nehmen. Folgt einfach dem Ring um den Apartmentkomplex, bis ihr den Aufzug erreicht. Ist er nicht bringt zu euch zu den Dann frage ich dich noch was. Was denkst du eigentlich über die Sith und die Quarantäne? Sis. Stört mich nicht großartig, muss ich gestehen. Ich habe Taris nie verlassen und werde es auch nicht tun. Gibt viele Leute hier, die sind richtig sauer. Aber mich stört das nicht. Ich behalte solche Sachen lieber für mich. Aber in der Kantina findet ihr garantiert einige, die euch liebend gern erzählen werden, was sie von den Sith und der Quarantäne halten. Das finde ich verdächtig. Aber ich muss jetzt los.
Aber jetzt sollte ich wieder zurück an meine Arbeit. Genau. Wir werden uns häufiger sehen. Hopp, hopp. Ich bin immer in der Nähe. Das Haus putzt sich schließlich nicht von allein. Glaube ich. Und jetzt machen wir Platz hier, weil... Hallo, Süßes. Komm mal her. Komm mal her. Hinter einen Schwung hier. Shachikaton Mulaka Watayumaka Wamahonat Neck. Armes Mädel, willst du dich in meinen Armen ausweinen? Das sieht aus wie die Station vom Hausmeister. Geht klar. Noch mehr einfache Sicherheitstüren, dann lasse ich mal die Pfoten weg für den Moment. Du da. Da will ich noch gar nicht. Oh, na sieh mal einen Etorianer. Was? Okay. Wenn ich die Container sehe, ließ es sofort öffnen. Wartungströde. Das war ja klar. Geh weg, lass mich in Ruhe. Freut mich, euch kennenzulernen, Darin. Mein Name ist Dixane. Lass mir doch ruhig jeden wissen, wie ich heiße und wo ich bin. Dann kommt der Ärger von ganz alleine zu uns. Runde die Hotonga kun Honkabi. Wana kun bes ching palamule tonking ba nunotek. Tok nin chatu kunne mule rabes. Und was soll so toll an diesen Energieschilden sein? Chi gratu loda bograshi onion kompa chintondo mochuba. Loda dita kun. Ita patiso batua kacha tutonga. Bagrashakum tijaka Chubakaha, chopa chawachuish, yunku. Jodo jidbungarantang. Takum jus takmiki grabulmogo. Kachichu ita bodunga. Tolbabank, waleoganda naru chuchut. Mogesha punka, bola wana chikne. Aber um Lichtschwert, was? Mules limo, pudadada nanga, kumbist. Und ich weiß aus Erfahrung, dass sie gegen eine simple Vibroklinge nichts ausrichten. Nur deshalb hat die Republik ihren Soldaten eine Nahkampfausbildung spendiert. Mhm. Und wo kommt die Technologie eigentlich her? Die kenne ich noch aus der Zeitung. Nindubobo. Wonga kumbis jang ba mulira. Takum jus tak miki grabul mogo. Kachichu ita bodunga. Tolba bank wale oganda naru chuchut. Mogesha punka bola wana chikne. Ba mule slimo podadada nanga kumbist mulira best. Chi gratu loda pograshi onio kompa chintondo mochuba. Loda nita kun. Ita patisa batua kachatu tong. Bagrasha kun tijaka Chubakaha, chopa chawachuish, yunku. Jodo jidbumarantan. Tolpa da pongwale. Boah, das ist die längste Gespräche aller Zeiten. Kavadum ku pelio botenya. Bonanai kuchu. Hawaga boska chocola. Das ist faszinierend. Noch etwas? Runde di hotonga kun honkabi. Wana kun bes ching palamule tonking ba nunotek. Ja, wie viel? Tong abog sha umninam. Wanga kun bes king palemura. Ihr sagtet etwas über illegale Aliens, die hier leben. Tag bis du bonko kokimak panka. Ching palachiska mule tunarana nu prata dunko sicha tuma wamama tus keba toma nisha julorcha chan shok bulara umrao chiska duchi on chubanjiska yanki titoke verstehe witam
Boragatong, Mulira Ashangturung, na Potata, Twangachun. Das macht Sinn. We itanan dayata. What a yuma wamahuhu nandetik. Ah, shatung ni patoga. Wano kuspe ching palamule tonke. Yikukuno no ba mulira tikun. Tong hik tota kumjus tak miki grabelmogo. Kachichu ita pabishan. Runda di hotonga kun honka bi. Wano kun be. Ich sag ein verdächtig. Zeig mal, was du verkaufen hast. Wonga kun bis dulbi kiko yana. Tong patugas mak delia. Kaufen. Kann man immer gebrauchen. Militäranzug. Uiuiui. 6 plus 3, aber der 5 plus 4 ist mir lieber. Ein bisschen Geschicklichkeit kann ich immer gebrauchen. Das habe ich an. Leichter Kampfpanzer. Leicht teuer, würde ich sagen. Wie pro Klinge? Betäubungsstab, zeig mal her. 1 plus 1. Bei Treffer betäuben 25% Chance. Also viermal zuschlagen mit 1 Schaden oder viermal mit 1 bis 10 jeweils. Das ist Schwachsinn. Oh, Langschwert, sag mal her. Wieso ist eine Vibro-Klinge so viel mehr? Kritische Bedrohung 19 bis 20 mal 2. Das verstehe. Schaden physisch 1 bis 12. Schaden physisch 1 bis 10. Ach, die kann man wahrscheinlich hier aufrüsten, was? Kampf mit zwei Waffen, Malus. Malus, wenn eine Nebenhand. Aha. Ausbalanciert, ach deshalb. Mhm. Kampfstab. Faszinierend. Unwichtig. Vibro Schwert. 2 bis 12. Mehrere Ultraschallgenerator. Yes, das mal hier wird so heftig. Ionenblaster, Schallpistole kenne ich noch. Die machen Lärm. Gefühlt. Jede Menge jedenfalls. Pistole, leichter Repetierblaster, nein, Giftgranate, interessiert mich alles jetzt nicht wirklich. Och, so ganz billig, der Energieschild. Fähigkeit Tarnung, oh. Zu teuer. Tarnfeldgenerator kann ich mir auch nicht leisten. Kampfstimulanz, braucht kein Mensch. Die Splitterbomben, das ist schön, aber die Fähigkeit habe ich hier nicht. Verkaufsliste. Nein, 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 Teile sowieso nicht. Die Kleidung. Wert 0, dann kann ich es auch behalten. Langschwert geben wir ab. Die Vibro-Klingen geben wir ab. Das Kurzschwert geben wir ab. Die vier Blasterpistolen sowieso. Sag mal, haben die jetzt auch das meine Klingen gerade ins Inventar? Oder? Die sollten nämlich nicht mit angezeigt werden, eigentlich beim Verkauf. Gehen wir nochmal schauen, weil es jetzt kritisch. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Das beruhigt mich jetzt ein ganz klein wenig. Wieso hast du eigentlich den hier? 4 bis 9? Ach, deshalb, Energie. Dann kannst du auch den wieder haben und. Den kriegst du auch noch drauf. Wurscht. Ich könnte dir einen Anzug kaufen. Klar. Warum nicht? Oh. Was du zu verkaufen hast. Mehr will ich gar nicht wissen. So, und du kriegst... Was kriegt denn der von mir? Ich habe keine Ahnung. Schwerer Kampfanzug. Viel zu teuer. Wollte ich nicht noch irgendwas? Ja, ich wollte das hier, ne? Dann nehmen wir nur den Tarnfeldgenerator. Dankeschön. Und du kriegst jetzt noch eine Rüstung. Sicher ist sicher. Leichter Kampfpanzer. Diese solide und preiswerte Rüstung ist viel zu teuer. Militäranzug? Ne, ich will noch ein bisschen Geld behalten. Kampfanzug muss dir reichen, oder? Greifen, kaufen. Dankeschön. Schließen. Was? Muss reichen. Dankeschön. Du kriegst jetzt einen Kampfanzug. Herzlichen Glückwunsch. Freu dich. Kriegst du das ja wie ich? Partnerlook. Sehen wir aus wie Söldner. Schlecht. Speichern und ich würde sagen, Folge schon wieder viel zu lang, oder? Na ja, komm. Machen wir noch hier. Ist kein ja Problem. Verstanden. Es wäre weniger, wenn du nicht so einen Krach machen willst. Dia, du sprichst eine normale Sprache. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ihr könnt nicht einfach bei anderen Leuten einbrechen. Warum nicht?
Ich sehe... Nee. Es tut mir leid, ich habe mich nur in der Gegend umgesehen. Das ist keine Entschuldigung. Ihr könnt nicht einfach so aus Neugier in anderer Leute Wohnungen eindringen. Nee. Aber zumindest seid ihr höflicher als dieses Schwein. Das macht Schwein man doch in Videospielen immer so. Was? Wer? Wie? Huldan? Wer ist das? Bloß einer von Daviks Leuten, der seine Pfoten nicht bei sich behalten kann. Hm. Aber als Dankeschön hat er jetzt eine fette Narbe von meiner Vibro-Klinge. Schade nur, dass ich immer noch die Leidtragende bin. Was wollt ihr damit sagen? Ich will nicht darüber reden. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Außerdem weiß ich ja nicht, ob ich euch trauen kann. Du kannst mir trauen. Überreden, ihr könnt mir vertrauen. Vielleicht kann ich helfen. Nein, ich kann es mir im Moment nicht leisten, irgendwem zu trauen. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Da kann ich euch nicht weiterhelfen. Seit der Sache mit Holden verlasse ich meine Wohnung lieber nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was außerhalb meiner vier Wände vor sich geht. Na, dann gehe ich jetzt mal. Gut. Ich mag nämlich Fremde in meinem Zuhause nicht besonders. Oh ja, und so wohnlich, wie du sie hast. Doch, wirklich. Ich bin richtig angetan davon. So, jetzt kriegen wir den Tarnfeldgenerator um. Gehen in den... Jawohl, den Solo-Modus. Und... Ich vermeide, was ich kann. Siehst du mich? Aha. Ja? Hallo? Okay. Chaos, wo bleibst du? Legen wir die alte um. Nein, wir gehen weiter. Da gab es noch eine Tür. Schleichen ist immer eine gute Idee. Das ist mein Apartment, oder? Da will ich jetzt nicht hin. Hey, sag mal. Oh, ihr schon wieder. Hallo. Ihr seid hoffentlich nicht gekommen, um euch wegen des ganzen Drecks hier im Haus zu beschweren. Hab schon mehrfach um einen Assistenten gebeten, aber die meinen, ich schaffe das alles allein. Nein. Ich habe noch ein paar Fragen. Okay, du hast nichts Interessantes zu sagen. Aber ich hätte gerne was über Holden und so gehört. Hey, Twi'lek Braut, wie geht's dir? Kuyami, Jivu, Chichita, Nai, Patogta, Yafulki, Gogala, Gigi, Kawana, Bora. Das ist schön für dich. Gut, dass ich diese Fähigkeit. Verstanden. Brüll doch nicht so rum, Himmelarschutzmann, wenn ich jetzt einen Tarnfeldgenerator finde. Computer sind Teile Credits. Naja, das hat nichts. Naja. Ist jetzt nicht die Welt. Die Quarren sollte man gar nicht erst reden. Aha. So, daran muss ich mir erst noch gewöhnen. So, wir sind hier und da geht's hin. Zur Oberstadt. Weil, zum Versteck wollen wir nicht. Zu deinem Apartment? Dias Apartment? Dann gucken wir uns mal in der Oberstadt um. Kein Problem! Verstanden. Oh, hi. Soll ich das nehmen? Karth, komm mal her. Ich vermeide, was ich kann. Kann ich dann auch Truhen öffnen? Nicht, dass ich den armen Italiener beklauen möchte, aber... keine Medikit-Credits. Von denen du hast nichts. Wiedersehen. Ich war's nicht. Komm. Mir nach! Ich weiß, wo es hingeht, eventuell. Noch mehr versicherst du? Na, dann gehen wir ja auch noch rein. Kein Problem! Wer mir Zeit? Twi'lek? Hi. Pudu. Tuni Rama na praka donko tsercha. Chupapanki. Nettes Outfit. Was? Dann nehme ich mir das. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen, aber gut. Ich meine, ja, sie hat uns dazu eingeladen, ne? Das, so verstehe ich das. Das kann doch nicht schief gehen. Dann gehen wir zur Oberstadt. Ein andermal. Denke ich.
Und jetzt machen wir eine Pause. Bis demnächst. Xen. Out.